Respekt. Das muss man fordern, oder nicht? Respekt. Ich bin noch in einer Generation aufgewachsen, in der man sich Respekt erarbeitet hat. Dass man Respekt nicht geschenkt bekommen hat, sondern Respekt musste man bekommen. Indem man, also musste man bekommen oder musste man sich erarbeiten, indem man Dinge getan hat, die einem Respekt eingebracht haben. Oder? Ist das irgendwie anders? Bei den Älteren bestimmt auch nicht. Wenn es bei mir gewesen ist, wird es bei den Älteren bestimmt auch gewesen sein. Und bei den Jüngeren? Ich wette, das ist auch immer noch genauso. Heutzutage ist es so, dass bestimmte Berufsgruppen schon erstmal generell Respekt verlangen. Weil diese Einzelpersonen irgendwas getan haben, sondern nein, die verlangen Respekt, weil ich bin ja in der Berufsgruppe. Ich verlange Respekt dafür, dass ich mir diesen Beruf ausgewählt habe. Zum Beispiel Polizisten. Und wenn man, wenn der Polizist als solches meint, dass man einem den Respekt oder den nötigen Respekt gegenüber verwehrt hat, dann gibt's eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die ist eigentlich dafür gedacht, dass man, wenn man zum Beispiel sich der Verhaftung widersetzt, und damit meine ich nicht, sich auf den Boden legt und irgendwie vor Angst zusammenkrümmt, weil man irgendwie zusammengeprügelt wird von diesem Prügelbüttel. Nein, damit meine ich, ne, dass man irgendwie sich, dass man mit fünf Leuten dass die Polizei fünf Leute braucht, um einem Handschellen anzulegen. Das ist Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamte. Heutzutage ist es schon so, dass man, wenn man irgendwie den Polizisten dumm anguckt, die Chance groß ist, dass einem man schon Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bekommt. Woran liegt denn das eigentlich? Also generell, das ist ja eine Sache, die ich ja schon häufiger gesagt habe. Diese ganzen Rechten, ne, das sind alles Schisser. Die haben alle die Hose bis oben hin gestrichen voll. Die haben Angst vor Terror. Dabei ist die Chance, dass man im Krankenhaus irgendwie mit resistenten Keimen angesteckt wird, wesentlich größer, als dass man irgendwie einem Terroranschlag zum Opfer fällt. Verklagen wir deswegen die ganzen Krankenhäuser? Selbstverständlich nicht. Die Chance ist auch deutlich größer, dass man im Straßenverkehr ums Leben kommt. Ja. Fahrverbote sind unsozial. Die Leute, die scheißen sich in die Hose vor Angst. Insbesondere unsere lieben Konservativen. Oh, diese Flüchtlinge, da habe ich Angst vor. Oh, die klauen mir auch noch meine Frau und meine Tochter. Oh. Ja, als ich hier das Ding gemacht habe gegen die rechtsradikalen Soldaten. Ne? Ja. Du wirst doch an deine Worte erinnert werden, wenn du erstmal eine Waffe am Kopf hast. Wie bitte? Ja. Weil ich gesagt habe, mich muss keiner beschützen. Ich kann mich schon ganz gut selber beschützen. Dann sagt er, ja, wenn du erstmal eine Waffe am Kopf hast, dann wirst du da anders drüber denken. Ganz ehrlich, weil ich mich hier exponiere, ist die Chance größer als bei normalen Menschen, dass ich jemals eine Waffe am Kopf haben werde. Das stimmt schon. Mhm. Da habe ich davor Angst, selbstverständlich nicht. Warum sollte ich davor Angst haben? So, und unsere lieben Polizisten, wie gesagt, wenn man irgendwie, ne, die verlangen Respekt. Bei mir bekommt nur jemand Respekt, der auch Respekt verdient. Beziehungsweise der sich den Respekt verdient hat. Erstmal generell hat jeder eine gewisse Art von Respekt verdient bei mir. Das liegt daran, dass ich Humanist bin. Und jeder Mensch Respekt verdient. Aber besonderen Respekt, den bekommt man nur, indem man Sachen tut, die diesen Respekt irgendwie sich erarbeiten. Und da ist mir egal, ob man Polizist ist, Feuerwehrbeamte oder Lehrer. Ein vernünftiger Lehrer, der verdient richtig viel Respekt, finde ich. Und ein rechtsradikaler Polizist verdient überhaupt keinen Respekt. Der gehört aus dem Amt entfernt. Ja.
Heutzutage ist es aber halt so, durch das neue Gesetz zum Beispiel, da gibt es ja sogar Sippenhaft jetzt. Das heißt, wenn ein Polizist geschubst wird, ist nicht nur derjenige zu bestrafen, der geschubst, egal ob sich der Polizist verletzt oder nicht. Und der Polizist muss halt eigentlich auch nur sagen, dass er geschubst wird, weil dann, es gibt dann genug Beamte, die das dann halt auch einfach bestätigen. So. Nicht nur derjenige, der geschubst hat, sondern auch die drumherum stehen, auch die werden jetzt bestraft. Ja, hier wird nicht der Einzelfall bestraft, sondern da wird, gibt hier Sippenhaft in Deutschland wieder. Das ist de Maizière. So, wie komme ich auf den ganzen Schmornsinn jetzt hier? Gestern Vormittag, Dienstagvormittag, gab es einen Prozess in Raum 370, Amtsgericht Tiergarten in Berlin. Der war aber schon nach wenigen Minuten wieder vorbei. So, was war da passiert? Die Polizei hat Anzeige erstattet gegen eine Person und die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich einen Strafbefehl von 900 Euro dieser Person zugestellt. Die hat sich dagegen gewehrt und die Staatsanwaltschaft hat diese Sache wirklich vors Gericht kommen lassen. Und wir reden immer davon, dass unsere Gerichte überlastet sind oder so. Ne? So, die Richterin hat, die ist reingekürzt, was ist das für ein Blödsinn jetzt hier eingestellt, weg. Das ist ungefähr das, was da passiert ist. Um mal zu zeigen, was da passiert ist. Also. Das war im Februar 2016. Da wurde eine Personengruppe im Gefahrengebiet der Rigaerstraße in Berlin kontrolliert. Diese Gefahrengebiete, das ist so lächerlich. Aber damals war es halt auch noch CDU. Halt, ne? Okay. Das Prozedere dauerte eine Dreiviertelstunde in klirrender Kälte und war durch ständige Videoaufnahmen, umfangreiche Taschenkontrollen und verbale Auseinandersetzungen begleitet. Das beschrieb der Angeklagte jetzt gegenüber der Taz. So, dort will jetzt dann halt der Gruppenleiter der Polizeieinheit beobachtet haben, wie dieser Angeklagte zweimal in der Nähe einer Polizistin gefurzt habe. Aha. So, es ist jetzt nicht so, dass diese Polizistin dann mit einer Anzeige irgendwas macht, sondern der Gruppenleiter. Der hat jetzt diesen Person angeklagt und die Staatsanwaltschaft ist auch noch so bescheuert und zieht das auch noch durch und will 900 Euro von dem haben. Das ist sowas Lächerliches, echt. Das Gericht hat jetzt dieses Verfahren eingestellt und übernimmt auch sämtliche Kosten. Und das ist wirklich selten. Keine Auflagen, das Gericht übernimmt die Kosten. Wie lächerlich muss man sich machen? Das ist Deutschland 2017. Beziehungsweise 2016. Ja, wenn man nicht stramm steht und irgendwie gleich den Bückling macht gegenüber Polizisten, ist man sofort respektlos gegenüber Polizisten. Die verlangen einen Respekt und selber, ja, muss man sich dann mit diesen Affen rumplagen, mit rechtsradikalen Aufnähern auf der Uniform, wie ich jetzt gerade in dem Beitrag über Wurzen da gemacht habe. Respekt bekommt man dann, wenn man Respekt verdient. Den muss man sich aber auch erstmal verdienen. Hier in Deutschland ist es so, dass wir anscheinend bestimmten Menschen generell einen Respekt gegenüber leisten müssen, egal ob man sich den verdient oder nicht. Es wird immer die Gewalt gegenüber der Polizei beklagt. Wie sitzt du, ne? Also andersrum wird ein Schuh draus. So wie man in den Wald reinschreit, kommt es auch wieder heraus. Wenn sich die Polizei respektlos verhält, was passiert dann wohl, hä? Gibt's eine Gegenreaktion? Ist doch ganz simpel. Übrigens, zu welcher Einheit hat diese Polizistin gehört? Und dieser gesamte Einsatzleiter auch, hä? Na, zu welcher Einheit? Ich geb nochmal einen Tipp. Berlin. G20.
Na, die Bumstruppe. Die Bums- und Pinkeltruppe. Die waren das. Ne, öffentlich urinieren, alles okay. Öffentlich rumficken, alles okay. An der Stange tanzen, alles okay. Wie, der hat gefurzt. Das ist bestimmt gegen mich gewesen. Ja. Das ist so lächerlich, oder? Das ist unsere Polizei heutzutage. Und genau damit verdient ihr eben ganz genau null Respekt. Null.